Es ist wieder soweit. Zwei tapfere Kandidaten wollen euch wieder dreist ins Gesicht lügen. Klar. Ist da Musik an uns? Komm, ja, Hallo Janis Horn, Bock auf ein Quiz? Nee. Also ein umgekehrtes Quiz. Du darfst nicht die Wahrheit sagen. Meinst du, das schaffst du? Ehrlich jetzt, ich weiß es nicht. Wir probieren das einfach mal aus. Janis, welche Angabe darf in einem Reisepass nicht fehlen? Auto. Wer pfeift ein Fußballspiel? Trainer. Wo findet das DFB-Pokalfinale statt? München. Wann gibt es beim Fußball Elfmeter? Bei Dings. Abseits. Wie heißt der bekannteste Schweizer Tennisprofi? Nadal. Welches Auto fährt Lewis Hamilton? Dings, Golf. Was macht man auf dem Klo? Fußball spielen. Wer spielte neben Holstein Kiel letzte Saison Relegation? Stuttgart. Welche zwei Teams sind letztes Jahr in die zweite Liga abgestiegen? Bayern und Dortmund. Was braucht man zum Skifahren? Eine Angel. Womit trocknet man sich nach dem Duschen ab? Seife. Wer moderierte jahrelang Wetten, dass? Dieter Bohlen. Nenne einen aktuellen Mitspieler von dir. Dani Davi. War okay? Absolut. Gar nicht schlecht. Ich bin echt gespannt. Und wir erst. Voll. Bist du denn eigentlich ein guter Lügner? Nein. Denn lügen ja auch nicht. Freddy, welche Angabe darf in einem Reisepass nicht fehlen? Keine Ahnung. Machen wir einfach mal weiter. Wer pfeift ein Fußballspiel? Linienrichter. Wo findet das DFB-Pokalfinale statt? Dortmund. Wann gibt es beim Fußball Elfmeter? Beim Abseits. Wie heißt der bekannteste Schweizer Tennisprofi? Stanislaw Wawrinka. Welches Auto fährt denn eigentlich Lewis Hamilton? Ford. Was macht man auf dem Klo? Auf Handy lesen. Wer spielte neben Holstein Kiel letzte Saison Relegation? Köln. Und welche zwei Teams sind letztes Jahr in die zweite Liga abgestiegen? Bayern und Leipzig. Was braucht man zum Skifahren? Snowboard. Womit trocknet man sich nach dem Duschen ab? Toilettpapier. Wer moderierte jahrelang Wetten, dass? Ich habe auch gesagt Abseits bei Dings. Abseits habe ich auch gesagt, ne? Ja, hast du. Und vor allem gewonnen hast du auch. Mit minus 13 springst du hinter Marcel Risse auf Platz 2 der Gesamtwertung. Und Freddy Sörensen hat nach holprigem Beginn gut ins Spiel gefunden. Am Ende reicht es aber nur für den 5. Platz. Als YouTube Endcard geht es mir eigentlich genauso wie auf der FC-Bank. Eigentlich muss ich gar nichts tun, aber immer bereit sein. Schließlich könnte es genau jetzt passieren, dass ihr uns abonniert.